Waren das die einzigen Kugeln? Wie gesagt, die Munition ist ja sehr sparsam, aber 4 Stück ist trotzdem schon mal gar nicht so verkehrt. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey Tess. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Abgehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Sieg doch nicht gleich hier rum, deswegen. Sind Tickets each. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Anfassen heißt kaufen. Die stehen ja alle sehr bewaffnet rum, das... Das dann, macht dann natürlich einen Mut. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Ja. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Doch, wir haben ja gerade gefragt. Da liegt noch was. Bekanntmachung ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston. An, scheiß drauf. Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung einem Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaften Nichterscheinen am oben genannten Ort zur oben genannten Zeit erfolgt Einschränkung der Rationen, gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankungen leiden, die sie nach ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Da wird denn hier Schönes gesucht? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Oh, Moment, Mann. Ja. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Marlene. Beschreibung. Alter Mitte 40. Größe 1,70. Gewicht 57 bis 61 Kilogramm. Körperbau Mitte. Beruf Arbeiterin. Community Organizer. Narben und andere Kennzeichen. Narbe auf der Brust unter dem Schlüsselbein. Haarfarbe schwarz, Augenbraun. Ethnische Herkunft gemischt. Nationalität amerikanisch. Vorstrafen. Die Verdächtige wird unter anderem wegen Terrorismus, Mordes, Verschwörung zum Mord, Fälschung, Bestechung und Raub gesucht, da sie als Fireflies bekannte Terrorgruppe organisiert und angeführt hat. Vorsicht! Die Verdächtige gilt als bewaffnet und gefährlich. Sie ist gut geschützt und wird von vielen geschätzt. Mit Widerstand durch Mitglieder der Öffentlichkeit gegen ihre Festnahme oder Hinrichtung ist zu rechnen. Wir sollten uns beeilen. Wenn Sie diese Person sehen, melden Sie dies dem nächsten Federal Hauptquartier. Informationen, die zu ihrer Festnahme führen, werden belohnt. Ah, das hat er eingepackt. Okay. Gut, dann haben wir jetzt, denke ich, alles gesehen. Dann können wir weitergehen. Ah ja, ich muss vorgehen. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai.
Da ist er jetzt. Am Kai, also. Gibt es hier hinten noch was zu sehen? Außer ein Zelt? Wahrscheinlich nicht. Na dann. Los geht's. Hey. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Yay. Bereit? Ja. Ich werde euch töten. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arschloch! Da lebt doch noch einer. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Ja. Ich glaube, das wird höchste Zeit. Sag, manchmal merkt man noch so einen kleinen Mini-Ruckler. Wie gesagt, es kann halt auch wirklich daran liegen, dass ich es nicht auf der SSD habe. Hier geht's nicht durch. Das muss ich halt wirklich noch anpassen. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Das machen wir doch geschwind. Bitte. Meinen allerhöchsten Respekt vor dieser Frau, was die jetzt hier gerade schon alles geleistet hat in der kurzen Zeit. Ich glaube nicht, dass wir so ganz einfach da so hochzuziehen sind. Weil wir wiegen ja doch ein bisschen mehr und sie macht eigentlich einen recht zierlichen Eindruck. Aber ich glaube, man sollte sie nicht mit ihr anlegen. Haben wir ja auch gerade gesehen. Dass das so keine gute Idee ist. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt, wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter. Sprinten ist laut, ja. Oh, 7 Munition. Hat der andere zufällig auch was fallen lassen? Natürlich nicht. Wo ist... Ah, da ist Tess. Ich wollte gerade wissen, wo Tess jetzt hin ist. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng. Hey, siehst du da drüben was? Ach, wer zum Teufel? 8 Munition. Wir helfen mal kurz mit. Hör mal. So. Den Lagerausschlüssel haben wir erhalten. Schauen wir uns um. Umschauen. Umschauen ist natürlich immer eine gute Idee.
dass wir den Lagerausschlüssel gerade bekommen haben. Hey, wir haben die Kisten ins Südlager gebracht und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Fahrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Was war das? Ich sehe nichts. Gut, weiter geht's. Oh. Schnappen! Im Gebäude! Gut gemacht, Cowboy. Da muss noch einer. Aua. Er darf nicht entkommen. Wo befindet sich denn noch einer? Das waren doch nicht nur die beiden. Oder etwa doch? Sieht ganz danach aus, als wären das nur die beiden gewesen. Aber hat sich doch irgendwie nach mehr angehört. Wo ist Tess? Ist sie schon hochgegangen? Ah, da ist er. Oder noch mal hier reinschauen. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der ist, der unsere Story fortsetzt. Deswegen gehe ich erstmal nach oben hier. Jetzt seit neuestem drei Munition vergolden müssen. Okay, los! Hey, er ist hier drüben! Ich hab dich! Gott. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Ja, das sollten wir auch. Der hat leider auch nichts fallen lassen. Ich glaube, es wäre egal gewesen, wie wir gegangen wären. Für oben hätten vielleicht bloß die Leute nicht gerade gesehen. Da ist er. Da ist er, ja. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht. Kampf oder lautlos. Achte auf deine Vorräte, wenn du entscheidest, die Feinde anzugreifen. Scheiß bewahre Jobs. Verdammter Robert. Er soll doch lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Ich sag dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen, der doch Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das.
Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier. Weiter so. Nee, wir tauschen jetzt mal nicht gegen den Backstein aus. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig unterwegs sein. Weil es hier überall von Leuten wimmelt. Hat er mit dem Stealth nicht ganz so gut funktioniert. Haben wir noch ein Medikit? Ja, haben wir. Wo ist der Letzte oder die Letzten? Nichts, Mann. Als ob das jetzt nicht gezählt hat. Naja, gut. Dann mach du das Test. Du hast ja mehr Munition als wir. Oder auch nicht. Schlecht. Will noch irgendeine Munition für uns liegen lassen? Von den beiden? Nee, nur ein Backstein. Oder ein Ziegelstein. So, waren das jetzt alle? Das Büro. Herbert ist bestimmt da drin. Holen wir ihn. Dann wollen wir doch mal. Dann sagen wir doch mal unseren guten Freund Robert mal Hallo. Und wir fragen ihn nochmal. Also gehe ich mal von aus. Aber bis jetzt ist es hier noch sehr leer. Beeilen wir uns. Oh, Scheiße! Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Dann hinterher. Mist, wo ist er hin? Joel, hier lang! Okay. Joel! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Ja. Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Ah!
Fuck. Dann eben auf die harte Tour. Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schuld bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Definitiv. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Nee. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Die Fireflies? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Welch ein Wunder. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Gerechtfertigt, würde ich sagen. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Ja. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Nicht mehr so lebendig. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Etwas aus der Stadt schmuggeln? Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Ja. Das ist auch richtig so. Wir müssen hier weg. Sofort.